In Lektion 7 geht es das emotionale Wunder der Schwangerschaft. Eine Frage, die oft gestellt wird, ist: Wann bekommt der Embryo im Mutterleib eine Seele? Die Antwort lautet: In dem Moment, in dem die männliche Samenzelle und die weibliche Eizelle verschmelzen, wird eine neue Seele angezogen, die in das befruchtete Ei hinabsteigt. Diese neue Kind Diese Seele hat schon viele Leben gehabt. Und eine andere Frage ist, woher kommt diese Seele? Die Antwort lautet, bevor diese Seele angezogen wurde, blieb sie in der Welt des Unbewussten. Hier wurden alle Informationen aus vergangenen Leben aus dem Tagesbewusstsein dieser Seele gelöst. Nur der Charakter und die Persönlichkeit und Aspekte wie Talent und Begabung, die im früheren Leben aufgebaut wurden, werden in das neue Leben bewusst übernommen. Die göttliche Allmutter durchlief 7 Entwicklungsstufen, bevor die Grundkräfte unseres Universums mit einer Art Urknall geboren wurden. Wir sehen immer noch diese 7 Entwicklungsphasen in allem in unserem Universum. Auch der Fötus durchläuft während der Schwangerschaft 7 Entwicklungsstadien im Mutterleib, bevor das Kind geboren wird. Eine Seele hat Gefühlskraft, die die Bildung des Körpers steuert. Die Gefühlskraft einer Seele ist in den vielen erlebten Leben aufgebaut. Wenn die neue Seele gerade erst abgestiegen ist, ist die Gefühlskraft nicht in voller Stärke. So sollte es auch sein, denn eine Seele mit voller Stärke könnte die zarten Früchte in der Mutter beschädigen oder sogar töten. Während der Schwangerschaft wächst die Gefühlskraft der Seele. Und zwischen dem 3. und 4. Monat ist die Gefühlskraft und die Gehirnfunktion des ungeborenen Kindes so weit entwickelt, dass es sich spürbar mit dem emotionalen Leben der Mutter verbinden kann. Diese Verbindung ist sehr speziell. Die Mutter fühlt das Kind und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Bestimmte Eigenschaften des Kindes können sich dann im Verhalten der Mutter manifestieren. Abschließend, als schwangere Mutter ist es interessant, dies an sich selbst zu untersuchen. Manchmal geht es so einfache Dinge wie eine Veränderung des Geschmacks. Eine Frau, die nie Süßigkeiten mochte, kann plötzlich eine Vorliebe für sie entwickeln. Indem sie alles gut denken und fühlen, können sie als schwangere Mutter bestimmte Eigenschaften ihres Kindes vor der Geburt kennenlernen. Während der Schwangerschaft erfährt die Mutter die Wirkung des wichtigen göttlichen Gesetzes der Mutterschaft. Mutterschaft ist also heilig und gibt der Seele der Mutter eine zusätzliche Entwicklungsmöglichkeit. Wenn das Kind geboren ist, kann die Mutter das Kind auf eine seltsame Weise vermissen. Was sie dann vermisst, ist das erhöhte Gefühl, das die ganze Zeit in ihr war, solange sie mit ihrem Kind verbunden war, und plötzlich ist es weg. Dankeschön.